Hier haben sie schöne Luft, schöne Abgase. Kennen Sie doch noch aus dem Weltkrieg. Ich glaube, ich muss mal. Ja, weil ich bin Asphaltbauer, ich schwöre, ich kann besser. Ich mache einen halben Preis. Ich weiß nichts, was gezahlt, aber ich mache den Mitarbeiter teuer. Ich mache einen halben Preis und doppelt so gut. Sieben. Oh nee, bin ich blöd. Ich hab da nicht mal einen Anhänger dran. Auch nächstes Mal weiß ich ein bisschen besser auf, gell? Gerne. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns hier auf dem Kanal. Wir haben uns heute mal wieder was überlegt, das kennt ihr schon. Ja. Natürlich haben wir das ein bisschen erweitert. Was genau machen wir denn? Ja, wir machen einfach die Fortsetzung von den neuen Arten bezogen auf die Berufe. Wir haben uns wieder 9 Stück ausgedacht. Ist immer echt erstaunlich, wie schwer es ist, irgendwas zu finden, obwohl es Millionen Berufe gefühlt gibt. Aber wir haben uns jetzt für 9 entschieden. Schreibt weiterhin gerne in die Kommentare, wenn ihr noch einen Beruf habt, der euch einfällt, wo ihr denkt, das könnte lustig sein. Einfach reinhauen. Bevor das Video startet, wie immer, nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Noch immer sind viele unserer Zuschauer keine Abonnenten und uns würde es freuen, wenn ihr einfach diesen kostenlosen, unschmerzhaften Klick macht. So sieht's aus. Lasst uns nicht viel Zeit verlieren, wir starten gleich. Denkt dran, mit Humor nehmen, das Ganze soll niemanden angreifen, auch keinen Beruf angreifen. Wir haben selbst unseren Beruf auch verarscht. Also ja. Von dem her, nehmt's mit Humor, lacht ein bisschen, lehnt euch zurück. Mittlerweile, denke ich, wisst ihr uns ganz gut einzuschätzen. Von daher, lasst uns Spaß haben. Los geht's. Let's go. Der rücksichtslose Alpenpfleger. So, Sie wollen beide fahren? Das freut mich aber. Dann wollen wir loslegen. Oh nein, ich bin zu alt zu fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Ja, er fährt nicht. Er ist nur dabei. Ich bin sein Betreuer und wir waren gerade in der Nähe und ich hatte Lust, eine Runde zu fahren. Okay, alles klar, kein Problem. Dann würde ich sagen, Helm auf und Sie warten einfach hier. So. Herr Wiesenstein, ne? Dann kommen Sie mal her. Aber ich soll noch draußen warten. Oh ja, ja, ja. Setzen Sie sich mal hier schön hin. Aber, ja. Herr Wiesenstein, jetzt machen Sie mal nicht so solche Faxen, gell? Hier geht's Ihnen doch gut. Hier haben Sie schöne Luft, schöne Abgase. Kennen Sie doch noch aus dem Weltkrieg. Ich glaube, ich muss mal. Mach jetzt, dafür ist es gedacht. Wir legen los. Der Musiker. Hey, Timo, bleib schön. Wir müssen loslegen. Jetzt fahr ich. Digga, was ist mit dir falsch? Der Ding ist zwar 0 in 3 Vierteltakten, aber ich kann es trotzdem feiern. Verstehst du? Der Asphaltierer. Hey Bruder, hast du kurz? Was los? Ich habe gesehen, diese Asphalt, wo hast du machen lassen? Sie ist okay, aber wo hast du machen lassen? So, das macht hier ein Angestellter von uns. Wenn gerade nichts los ist, dann macht er hier immer alles ordentlich und nochmal frischen Belag drauf. Warum? Ja, weil ich bin Asphaltbauer, ich schwöre, ich kann besser. Ich mache einen halben Preis. Ich weiß nichts, was gezahlt, aber ich mache den Mitarbeiter teuer. Ich mache einen halben Preis und doppelt so gut. Naja, also ich glaube kaum, dass es günstiger geht, wie wenn es unser Mitarbeiter macht. Was würdest du denn dafür nehmen? Ah, Bruder, für dich mache ich einen Freundschaftspreis. Normalerweise 1000 für diese Strecke, aber heute für dich, ich mache 500. 300, weil du bist und dein Gesicht mir gefällt. Wie gefällt also mein Gesicht? Nee, tut mir leid. Wie gesagt, jetzt ist die Arbeit ja schon getan. Vielleicht das nächste Mal, aber 300 ist schon ein bisschen teuer. Wie gesagt, das macht hier ein Angestellter, der kriegt sein Geld. Und er macht es auch gut, aber ich bin sicher, du bist trotzdem Topmann. Ja, hier ist vielleicht gemacht, aber guckst du mal da, die ganze Strecke ist noch nichts. Ist überhaupt noch nichts gemacht, kann ich machen. In Viertelstunde bin ich fertig. Ich schwöre, Viertelstunde fertig. Viertelstunde für die ganze Strecke. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber Vorschlag. Viertelstunde für die ganze Strecke, 50 Euro, dann sind wir drin. Deal? Ist gute Geschäft machen mit dir, ist okay. 50 Euro bitte. Der, komm in die Gruppe. Ey, yo, Brudi, was geht ab? Komm mal her. Digga, was ist mit dir los, Alter? Hast du irgendwas gespritzt oder so? Ey, yo, ich ruf dich gleich zurück. Ich hab gleich einen neuen Partner an der Seite. Ey, Bruder, schön, dass du da bist. Komm mal mit, ich will mal eben was zeigen. Vorsicht, nicht stolpern. Hier, guck mal.
gelb-schwarzes Band, der gehört auch mir. Komm mal mit. Was sagst du? Nicht nur Porsche Cayman S, nicht nur fette Karthalle, nicht nur die Rolli, sondern hier. Ziehst dir rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Karren. Eine Karre pro Tag in der Woche. Wenn du das auch willst, ich kann es dir besorgen. Ich will dich nicht enttäuschen, Bruder. Aber ich stehe auf Frauen. Sind wir Humor, hast du schon immer gehabt. Kein Spaß. Gib mir 10 Euro. Ich investiere die und mach dir daraus 1,39785 Millionen Euro. Glaub mir, Bruder, damit du auch all das hier hast. Inklusive dieser Pylone. Ich hatte dich anders in Erinnerung. Aber danke. Hey, hey, warte mal, warte! Der Programmierer. Ah, da kommt er schon. Lass mal reingehen. Hey, Digga, warte, warte, warte. Weißt du, was ich dem letzten programmiert habe? Wie meinst du programmiert? Du siehst doch die Karte da. Ich habe dem letzten ein geiles Programm geschrieben. Da kannst du einfach einstellen. Wheelie Control, dass das Ding nicht vorne hochgeht. Alle Einrad ansteuern. Du kannst alles austesten. Wie geil ist das denn? Das müssen die mal aufspielen. Wheelie Control? Hast du vielleicht irgendwas für ein Motorrad entwickelt? Bist du sicher, dass es für ein Kart war? Jetzt bringst du doch so ein Konzept. Kart waren doch mit 4. Wie viele Räder? 2. Nee, Quatsch, es sind 4. Ja, dann war es Motorrad. Jetzt verstehe ich's. Du hast das programmiert, dass das Kart nur noch mit 2 Rädern fahren kann. Der Yoga-Lehrer. Servus. Sind Sie schon mal gefahren oder das erste Mal hier auf der Strecke? Ich war schon bereits einmal hier. Okay, und was wird das für eine Figur, wenn es fertig ist? Ich kann dieses Rennen nur bestreiten, wenn ich im Einklang mit mir selber bin. Komm runter. Alles geht seinen Weg. Ohne Probleme. Das mit den ohne Problemen kaufe ich dir nicht ab. Das sieht aus wie ein Problem. Atme einmal tief durch, mein Freund. Es ist alles in Ordnung. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Yin und Yang, sei mit dir. Die Putzkraft. Hey, yo, ich soll mich melden. Ich habe hier sauber zu machen irgendwie. Ja, richtig. Man müsste einmal die komplette Strecke bitte kehren. Die ganze Strecke? Ja, okay. Wird erledigt. Irgendwann später. Hey! 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 Was ist? Was zum Teufel machst du da? Du sollst kehren, nicht Kart fahren. Seit wann darf man nicht ein bisschen Spaß mit Arbeit verbinden? Alter, so, man kann sich anstellen. Der Lastkraftwagenfahrer. Über 7 Brücken müsste gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Ein paar Sekunden später. 7 du. Oh nee, bin ich blöd, ich hab da nicht mal einen Anhänger dran. Auch nächstes Mal beiß ich ein bisschen besser auf, gell, Kerle? Der Polizist. Jo, da bin ich. Ich würde gerne fahren. Ja, wir können direkt loslegen. Hä, machst du es schon? Passt. Können wir direkt loslegen. Kannst du gerade da vorne die 15 nehmen? Ich habe gerade hier schon gesehen. Was haben wir denn da Schickes? Das sieht aus wie mein Streifenwagen. Können wir uns den mal angucken? Entschuldigung. Wir können Sie leider damit nicht fahren lassen. Die Karte ist hier für die Kunden. Das ist für die Mitarbeiter. Sorry. Geht nicht. Kollege, ich fahre normalerweise E-Klasse 220 Diesel. Da ist genauso ein Licht drauf. Nur in Blau. Spielt keine Rolle. Ich habe den Gesetzeshüter in mir und den werde ich jetzt ausleben. Du hast auch was davon. Gib schon mal dein Kennzeichen mit. Und dann mach dir keine Sorgen. Drück ich bei der nächsten Kontrolle ein Auge zu, oder? Kann ich schon einsteigen und losfahren, oder? Nee, stopp. Sie können nicht in das einsteigen. Nein, können Sie nicht. Alles gut. Das passt schon. Das ist genau das Richtige für Papa. Was haben wir hier? Oh, klingt auf jeden Fall besser wie mein Diesel. Los geht's. Doo!